Am Sonntag, den 10. März 2019, war der Tag der Tage. Zumindest, wenn es ums Eishockey geht. Die Star Bulls Rosenheim trafen im Auswärtsspiel auf den EV Landshut. Ein Derby wie kein anderes. Wir waren auch dabei und haben das Crash Team Rosenheim, einen der ältesten Fanclubs, auf ihre Reise begleitet. Um schon während der Fahrt richtig in Stimmung zu kommen, wird der Bus erstmal fleißig verziert und geschmückt. Gestärkt in unserem Willen werden wir ganz oben sein. Wir sind die alte Macht des Südens, wir sind die Star Bulls Rosenheim. Wir sind die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, wir sind ein Traditionsverein. Und um die lange Fahrt nach Niederbayern etwas zu verkürzen, durften sich die treuen Fans des SBR auf eine Tombola mit tollen Preisen freuen. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute. Erster Platz war ein Originaltrikot der Star Bulls. Die Gewinnerin ist zu Recht ganz aus dem Häuschen. Während der Bus zu einer kurzen Verschnaufpause hält, nutzen wir die Gelegenheit und fragen mal nach. Was ist denn das Crash Team eigentlich genau? Ja, das Crash Team ist halt einer der längsten Eishockey-Fanclubs in Rosenheim. Wir versuchen jetzt wieder mehr zu organisieren, zu machen und auf die Beine zu stellen, eben unter anderem die Verlosung halt. Ja, das war so weit zum Crash Team alles und mein Tipp ist halt 6-3 für uns. Und was tippen die anderen? Also mein Tipp wäre jetzt für die Star Wars 5-3. Mein Tipp 4-3 für den Sportclub. Ich sag 2-1 für Rosenheim. Ich sag 4-2. Ganz ein dreckiges 3-2 für uns. 5-4 für Rosenheim. Also Gewinner werden wir auf jeden Fall. Wie früh, das wissen wir noch nicht. Ich sag jetzt mal 4-3 für uns. Oh, ich sag 3-2 für uns. Ah, wird schwer mit den Verletzten, aber sonst, wenn wir die nicht hätten, dann wäre es besser. Dadurch, dass wir weniger Männer halt sind, ganz ehrlich, ich möchte eine gute Leistung von den Jungs sehen. Und dann bin ich auch schon zufrieden. Wenn ich sie anstrengen halt und dafür wir knapp verlieren, bin ich komplett zufrieden. Gut, alles in allem ziemlich optimistisch. Aber das Verletzungspech lässt ein paar Zweifel offen. Was macht denn jetzt das Spiel gegen Landshut so besonders? Es ist da richtige Spannung drin. Niederbayern und Rosenheim. Teamgefüge und das schnelle Spiel und ja. Auch die bisschen die Härte im Spiel ein bisschen. Derby muss sein. Es ist Landshut. Landshut ist Derby-Time, ist mega wichtig. Müssen wir hier fahren. Das sind unsere Rivalen. Da müssen wir die Mannschaft unterstützen, gegen Landshut müssen wir gewinnen, das ist ein Muss und da gibt es gar nichts anderes. Genau, die Rivalität und die spürst du im Stadion richtig. Bevor wir jedoch die Rivalität spüren, verzeichnen wir erstmal die gute Stimmung, die schon im Bus mehr als beeindruckend ist. Zusammenhalt bedeutet viel, wir können alles schaffen, keiner hält uns nun mehr. Und den harten Weg nach oben nehmen wir auch gern in Kauf. In Landshut angekommen, werden noch die letzten Vorbereitungen fürs Spiel getroffen. Bevor es mit Trommeln und Fangesängen Richtung Stadion geht. Sind auf dem Eis, die Stimmung auf dem Höhepunkt. Auf geht's, was du kämpfst, wenn du siehst!
guter Tag für Rosenheim. Die Star Bulls unterliegen dem EV Landshut deutlich mit 0:6. Ein Grund, sich unterkriegen zu lassen? Auf keinen Fall. Das Crash-Team Rosenheim und der komplette Bus stehen hinter der Mannschaft, auch in schweren Zeiten. Solche Fans kann sich jeder Verein nur wünschen. Und vielleicht sieht das Ergebnis in den Playoff-Spielen gegen die Moskitos Essen schon wieder ganz anders aus. Das haben wir die Farben in unserem Herzen grün und weiß.